Christi, jetzt teile ich ein Gespräch mit einem Klienten, was ich soeben gehabt habe. Mein Klient hat mir folgende Frage gestellt. Er war vorgestern auf einer Weihnachtsfeier und da hat der Chef über eine bestimmte Personengruppe sehr negativ gesprochen. Und ja, dieses Gespräch, also das hat ihm so richtig runtergezogen, weil das einfach nicht seine Meinung war. Und er hat sich danach ein, zwei Tage richtig energielos gefühlt. Und er ist einfach mit der Frage gekommen, was er da machen könnte. Das passiert ihm öfter, dass gewisse Menschen ihn so richtig runterziehen und dass er danach ein, zwei Tage einfach energielos ist. Ja, ich habe ihn einmal gefragt, was das in ihm ausgelöst hat. Und er hat gesagt, ja, es hat ihn einfach richtig wütend gemacht. Im Idealfall, so wie da, sage ich mal, was der Chef ist, ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, seine Meinung zu sagen, kundzutun, dass man einfach sagt, okay, das ist nicht meine Meinung, das löst in mir Wut aus. Aber wenn das bei einem Freund passiert, tut man sich da sicherlich leichter, dass man einfach sagt, okay, diese Sichtweise, die kann ich überhaupt nichts anfangen oder das ist überhaupt nicht meine Sichtweise. Und wenn du so drüber sprichst, macht man das sogar wütend oder traurig. Und was hätte mein Klient jetzt machen können, nachdem das der Chef war, er, sage ich mal, nicht den Mut gehabt hat, sich wirklich zu äußern, ist es ganz, ganz wichtig, warum ist er mal energielos geworden? Weil in ihm ist Unmut aufgetreten und das hat er nicht ausgedrückt. Also Wut entstanden im Körper durch den, was der Chef gesagt hat. Und er hat diese Wut nicht zum Ausdruck gebracht. Und dadurch hat er sich danach ganz, ganz lang energielos gefühlt, weil nämlich diese unterdrückte Wut in unserem Körper unsere Energie blockiert. Ja, und so habe ich jetzt ihm die Empfehlung gegeben, wenn sowas wieder mal vorkommt, dass er einfach zum Beispiel auf dem Nachhauseweg im Auto einfach richtig laut schreit. Diese Wut über den Schreien zum Ausdruck bringt. Oder wenn er dann zu Hause ist oder auf dem Parkplatz, dass er einfach Luft boxt, dass er einfach in der Luft boxt und dabei schreit, damit diese Wut den Körper verlassen kann. Und das ist so, so, so wichtig. Also im Idealfall ist es natürlich, wenn man das gleich an Ort und Stelle der Person mitteilt, dass man einfach sagt, okay, diese Sichtweise vertrete ich nicht und das macht mir sogar traurig, das löst in mir, oder kann man auch sagen, das löst in mir Wut aus, ja? Weil dann hast das du schon einmal über die Sprache zum Ausdruck gebracht. Aber so wie es in diesem Fall ist, wenn das der Chef sagt, und wenn das so eine große Gruppe ist, ist es natürlich nicht so einfach, das auch wirklich so kundzutun. Aber dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man das danach aus dem Körper ausdrückt, weil ansonsten kommt es zur Energieblockade, so wie es bei meinem Klienten war. Ja, und der hat dann 2 Tage wenig Energie gehabt. Ja, man hört ja immer wieder, man soll sich von Menschen schützen. Mein Zugang ist eher, dass ich wirklich hineingehe, dass ich das ganz ehrlich mitteile, was ich dabei empfinde. Und wenn ich das nicht kann, so wie in diesem Fall, dass ich das danach zum Ausdruck bringe. Das kann man natürlich auch später machen. Mein Klient, den habe ich heute den Tipp gegeben, dass er nochmal in dieses Gespräch gedanklich einsteigen soll. Und dann, wenn er diese Wut wieder in seinem Körper spürt, dass er das dann zum Ausdruck bringt, entweder über Schreien oder ganz eine einfache Möglichkeit ist auch, wenn man ein Geschirrtuch nimmt und einfach mit diesem Geschirrtuch ganz fest auf Tisch schlagt zum Beispiel und dabei auch vielleicht noch schreit. Natürlich ist es ganz gut, wenn man das auch mit dem Partner abstimmt und wenn das in der Wohnung ist, vielleicht ja, ist das vielleicht nicht unbedingt um Mitternacht ideal. Aber macht es immer wieder, wenn dir etwas wütend macht, sagt es den anderen auch, das hat mir in mir jetzt Wut ausgelöst. Und wenn es, sage ich mal, so wie in diesem Fall nicht unbedingt so passt, dann drück die danach aus, indem du schreist oder das über deinen Körper zum Ausdruck bringst.
Ja, das ist so meine Empfehlung und ja, das wirkt wirklich, probier es aus und du wirst danach gleich wieder voller Energie sein. Ja, danke, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir einen wunderschönen, bei mir ist es jetzt Abend, ich weiß nicht, wann du das hörst, einfach einen wunderschönen Tag. Danke, Servus für dich.